Könnt natürlich auch hier nochmal nach Zenobia, aber ich denke, wir sollten erstmal den Kern des Skyrippers finden. It was a no-brainer. He'd sacrificed his old friend Lupino to get the armature. And the armature was useless by itself, only a series of coils and wheels. War demanded sacrifices, and he would make more before the end. He would have to choose the greatest good, no matter how much it cost him. Zenobia. Well, he would see her sooner or later, across a battlefield or a sword's point before all this was over. He was sure of that. The power was in the core. Obviously, he had to get the core. Ja, dann werden wir den mal suchen gehen. Und den werden wir garantiert auch finden. Kann nicht so schwer sein, glaube ich. Hoffe ich mal. Wäre ja auch ganz schön. Doubt sank in before he was even out of sight of the Farfarer. Why had he chosen the Skyripper? It was the sort of path he'd always avoided. The path of responsibility, of seriousness. Had he grown up? He didn't feel grown up. He'd made this decision from his gut, like he always did. Somehow, he'd impulsively decided to stop being impulsive. Did that make any sense? Ja, bestimmt. Hol den Kern des Skyrippers. Sind wir dabei? Was hat er für ein Ding? Die Hülle, die ich gefunden habe. Oh, Kiste. Kiste ist immer schön. Aber ich bräuchte auch ein bisschen Energie. Ich werde kurz das Schwert umschalten hier. So. Lädt ja automatisch auf das Ding, ne? Hoffe ich mal. Was hat denn hier? Ein Heilbrunnen? Da runterspringen? Muss ich da runterspringen? Erst nochmal hier Kiste. You couldn't find high quality ore like this just anywhere. Just anywhere with chests. Ja, ich weiß. Geh jetzt mal hier hin. Da komme ich aber nicht zurück. Ich da drüber hergehe. Ich komme hin, aber nicht zurück. Das ist ja doof. Sollen wir da mal da runterspringen? Wieso schweben denn da irgendwelche Brocken in der Luft? Was hat denn? Springen wir da mal runter. Gucken, wo wir hinkommen. So. Sind wir jetzt dann gelandet? Kommen aber bestimmt irgendwelche Viecher hier. In irgendeiner Höhle. Hat man das schon mal. This chest had teaspoons stolen from every inn in Boreas. Wasserextrakt. Oh, something more useful. Ja, schön. So, jetzt können wir hier weiter. There was something sour in the air. Like the earth had ruptured over something that had been fermenting for a very long time. Noch ein Kistchen. Mit Erz. Dafür, wir am Anfang nicht so viel gefunden haben, finden wir jetzt ganz viel eigentlich. Aber es ist ziemlich ruhig hier, wa? Das gefällt mir eigentlich auch nicht. Ah. Not a hope this portal has been infected recently. Nächster.
Aua. Zack, zack. So, jetzt hab ich wieder einen Punkt dabei. There were fewer and fewer trees. There are only these huge crystalline growths. Had those been here before? He no longer heard birds, except for the feverish cawing of the ravens when they attacked. He couldn't smell the small animals of the forest. The mice, rabbits. Where had they gone? Nix, and he was getting hungry, too. This was an unhealthy place to be. So, hier. Das nächste, bitte. Sollten vielleicht auch mal hier Gesundheit maximieren, wa? Cool. Wish I could do that. 25. Yeah. Ist, glaube ich, ganz sinnvoll. So, nächste Tür auf. Kann man die kaputt machen? Nee. Oh je. So ein Schildtyp erledigt und direkt der nächste, ey. Hallo. Hey, wanna hook up? So. Fertig. Und wieso kann man ja nicht irgendwie mal ein bisschen Energie irgendwie nachtanken, ey? Muss ich immer so machen? Wie soll man das sonst aufladen? Guten Tag! Da ist das Ding, ja. The 20-sided core made him feel physically sick. Once he had sneaked into a temple of the dark arts and he hadn't liked what he smelt and saw there, this felt like that. As quick as he could, he wrangled the icosahedron into the armature. The wheels began to spin. Then glow. The sick feeling quickly spun away. Now he only felt sad. He had lost good friends for this war apparatus. Maybe Lupino wasn't such a good friend. Yeah, that made him feel better. He carried his prize back to the Farfarer. Now he had to make his next move. There was a key Imperial outpost on the Nexus. If this really was some sort of super weapon, you could use it to wreak havoc on the enemy. And if it wasn't, well, better to know that before the final battle. But maybe he should show it to some scientists first. There was an observatory on the Nexus. Maybe he should go there before he fired it. Tja, hol dir Hilfe bei den Wissenschaftlern. Oder... Hol dir Hilfe bei den Wissenschaftlern oder keine Zeit für solche Umstände, greift den Außenposten an. Vielleicht sollten wir erstmal Hilfe bei den Wissenschaftlern holen, ne? Gucken wir die an. Well, of course. If you've just assembled a weapon out of legend that can exile gods from the world, you'd want to have a scientist or two look at it. And even if they disagreed and he had time, you could ask Calaveras himself. Yes, the observatory would be his objective. Ja, muss ja wissen, was das Ding kann, wa? Nicht, dass wir irgendwas verkehrt machen. Wäre dann auch nicht gut. Wobei, ist wahrscheinlich schon sinnvoll, die Waffe, aber, ja. Besser auf Nummer sicher gehen. Wo sind wir denn jetzt?
Why had the parts of the Sky Ripper only surfaced now, thousands of years after the Transcendent Emperor had dismantled it? The mad Emperor Isengrim had performed terrible, bloodthirsty rituals to invoke the lost gods. Was that why these ancient artifacts were rising out of the ground? How perfect, then, that the Sky Ripper would reappear to be his destruction. Nix drin, da hat man mal eine Kiste gefunden. Bring den Skyripper zur Inselwarte. Ja, das haben wir gerade vor. Oh, hier ist nochmal was. Und nix drin. Unverschämt. Jo. So, weg sind sie. Auf mit dem Aufzug nach oben. Sind wir da? Gibt's hier was zu holen? Auch wieder nichts drin. Oh, eine Kiste. Hallo, Kiste. Nein. Ach, Scheiße. Wieso springt denn einer drüber her, ey? Kommst du einmal auf die falsche Taste. Unglaublich. Ich bin alles durch Lappen hier. Ich glaube, das ist auch ganz gut, ne? Schildhaken. Wenn du einen Feind mit Schild anhakst, verliert er den Schild und wird angreifbar. Das ist, glaube ich, auch ganz gut. Ach, ich habe gar keine Punkte. Mist. Ich bin verkehrt gelaufen. Oh. So, weg mit euch. Kann man nicht kaputt schlagen. A legendary weapon was exactly what the rebellion needed. They were outnumbered. The once kind emperor had become a tyrant. Nur Energie. But his ravens stayed loyal, for he fed them his victims, and the other animals were too frightened to rebel. Renato shuddered at what the emperor was trying to do. To bring back the lost gods, the black harvest, the black sun? No. He would stop that toad, no matter what the risk. Ja, ja. He was a pirate captain. He used hooks to get around his ship. So, hier ist nichts mehr. What was his name? Teleportieren. Oh, der war noch am Labern, wa? Entschuldigung. Ja, muss ich jetzt da hin? Oder was? Geh mal hier hin. So eine Kiste. Keine Kiste stehen lassen hier. Ich hab grad schon eine stehen lassen, das reicht. Guck mal hier, sogar noch Erze. Ja. Und die müssen wir erstmal finden. So, da komme ich nicht hin. Heißt also, ich muss den Fahrstuhl nehmen hier. Machen wir das mal. Gucken, wo uns das Ding wieder hinführt. Wahrscheinlich wieder irgendwo ins Nirgendwo. So, Gesundheit, Energie. Ganz gut eigentlich. So, wo geht's jetzt hin? Sind wir oben? Game-changer. He would ignore all distractions and focus on the Sky Ripper. Oh, hier. Hey! Hey, a workbench! He could try out his new bling.
Ein Juwel auswählen. Ja, sicher das. Was haben wir denn gefunden? Elementarer Widerstand haben wir gefunden. Erhöht deinen Widerstand gegen Zauberschaden um 20%. Schade, den ich gefunden habe. Machen wir mal. So, können wir das Schwert noch benutzen? Was ist das? Achso. Mhm. Friere den Gegner ein. Kostet Energie. Was kann das dingen? Setzt außerdem alle Gegner in der Umgebung in Brand. Ja. Ja, da brauche ich dann aber keine Taste halten. Ist eigentlich auch ganz gut, ne? Feuerextrakt 6, Erz 50. Boah. Da auch 50. Wasserextrakt. Friert die Gegner ein. Das Ding haben wir auch noch nicht. Das ist die Frage, bauen wir das? Oder nehmen wir das? Tja, ich würde sagen, den Winterdorn. This sword from the frigid north was really useful for making popsicles and birdsicles. Muss auch rechte Taste halten, um dann irgendwelche Gegner einzufrieren. Ja, schön. Mal gucken, was das wieder kann hier. Kann ich ja direkt mal testen, oder? Boah, also die Kackdinger. Ja, super. Ich kann noch ausweichen hier auf den Dingern. Energy spheres. Aua. Easy to dodge, but boy do they sting if you didn't pay attention. Ach ja, die können doch nichts. So, hier. Aus Festland. Ah, was ist denn? Boy, some people were just liable to explode if you upset them. Aha. So, hier, ein paar einfrieren. Ja, war doch schnell jetzt. Das Schwert ist gut. Das Einfrierdingen. So, da ist noch eine Kiste. Die nehmen wir auch noch mit. Dass wir wieder Erz haben, damit ich mein Feuerschwert upgraden kann. Imagine getting a horse up in one of these things. He would be cursing a blue streak. Ja, es zuckt zwischendurch. Da habe ich aber von gelesen. Nichts drin, ey. Dann hat man schon mal Kisten und dann ist doch noch nichts drin. Renato was thrilled. The scientists seemed to think he'd put the Sky Ripper together right. But one toad was worried. Yeah, Sky Ripper could tear a hole in existence itself. There are invisible strings that tie the universe together. If Sky Ripper cut one, the hole would widen and widen till our whole existence fell into it. Another toad sighed. Irving still believes in string theory. At least go see Calaveras. Hmm, yeah.
said the worried Toad. He knows more than anyone else has forgotten about the Transcendent Emperor. If anyone could tell him how to use this weapon safely, it would be Calaveras. It was he who had told Renardo how to find it in the first place. But maybe he had to give up on using it as a weapon. Maybe he had to go to the secret rebel base and ask the generals there what he could do with a weapon that he dared not use. Ja, ich würde sagen, dann nehmen wir auch wieder das Oberste, ne? Wir müssen das ja wissen. Fragen wir es mal ihn. Well, he should have known he'd have to consult Calaveras again. The scientists at the observatory were smart enough. But what did they know of the Transcendent Emperor? He hoped it wouldn't delay him too long. The rebels had scheduled the final battle soon. Every day they delayed risked the exposure of the secret base. And some soldiers were already drifting back to their homes and families. Calaveras would fix the Sky Ripper for him. And then he would win the final battle. Ja. Den finalen Kampf beginnen, besiegen, gewinnen, so. Das wollen wir doch alle. Maybe it was the cold. But after a few steps, Renardo's optimism started to slump. What if Calaveras couldn't help? Did Renardo dare use the Kapitel 4. Oh, he hated that he had chosen this path. It was so much simpler to rescue friends and attack enemies, even if some of those friends were more trouble than his enemies. Some of those enemies had been friends before and might be lovers after. No, okay, it wasn't all that much simpler, no. Physics made his brain hurt. That, at least, he was sure of. Ja, schön. Geht zu Calaveras. Okay.